Guten Abend und willkommen nicht im Jazzhaus wie normalerweise zum Semesterabschluss, sondern in der Regie des Filmmusikstudios. Hier ist mein Kollege Professor Axel Kühn, mein Name ist Ralf Schmid. Die meisten, die wahrscheinlich zugeschaltet sind, kennen uns, aber das Internet bringt uns ja vielleicht eine große Reichweite und es schauen Leute zu, die wir gar nicht kennen. Wir freuen uns, dass so viele dabei sind. Wir haben schon mitbekommen, dass auf großes Interesse stößt dieser Abend. Und es war ein besonderes Semester für uns. Ganz klar, da braucht man nicht viel dazu zu sagen. Wir haben unseren Bereich auf Ensemblearbeit aufgebaut. Und diese Ensemblearbeit war eigentlich nicht im normalen Modus möglich. Axel, erzähl ein paar Highlights und Lowlights dieses Semesters. Wie ja, da ist natürlich viel passiert in diesem Semester. Wir haben ja auch große Ensembles und jeder kennt ja diese ganzen Beschränkungen. Also das Highlight war natürlich, mit einer Big Band zu proben im Splitscreen-Modus mit Zoom. Man kennt das ja. Schwierige Sache, aber trotzdem waren alle total motiviert. Das war wiederum das Positive, was man aus der ganzen Situation sehen konnte. Also es war nicht so, dass da irgendwie eine negative Geschichte war. Alle haben versucht, das Beste draus zu machen. Klar war das immer sehr schwierig, akustisch, Einzelunterricht sehr problematisch. Andererseits waren auch andere Sachen, die man positiv mitnehmen kann. Kurse zu geben, wunderbar. Also es gibt Pros und Cons, aber wir sind natürlich alle froh, dass wir jetzt wieder live spielen können. Wir haben jetzt auch tatsächlich mit der Big Band erstmal draußen vor der Musikhochschule zusammengespielt, ja, bei diesen herrlichen Temperaturen. Also eigentlich tolle Sachen. Aber ja, natürlich sind wir jetzt auch gespannt, was wir in diesem ganzen Semester an tollen Sachen irgendwie mit unseren Studierenden und diese in ihrem Homeoffice quasi, ja, was sie da alles gemacht haben. Ja, also wir haben uns relativ bald vorgenommen, so ein Konzert zu machen, wie es eben jetzt stattfindet. Und das war eine große Herausforderung, Videos zu produzieren mit gebührendem Abstand. Und das Schöne ist, man blickt natürlich auch jetzt hinter die Kulissen, sieht ganz andere Dinge bei den Studierenden, wie die so mit Musik umgehen. Und auch wie es bei denen zu Hause aussieht, war auch ganz lustig. Es geht los mit A Cappella. Wir haben eine ganze Menge A Cappella heute Abend. Die erste Gruppe sind die Tassen, Teller und Co. Und da sind dabei Miriam Hettich, Juliane Gehring, Theresa Jensen, David Brook, Fabian Kühn und Joachim Köstler. Und der erste Titel dieses Abends heißt Sorry. Viel Spaß damit. I'm out there looking like revenge, feeling like a 10, the best I've ever been. And yeah, I know how bad it was, hate to see me like this. Now you're out here looking like regret. Ain't you proud to bet? That's a never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now pay back the baddest, and baby, I'm the baddest. You're messing with the savage. Can't have this, can't have this. Oh, and it'd be nice of me to take it easy again. Such a bitter pill, and yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this thing's oh, now pay back the baddest, and baby, I'm the baddest, you're messing with the savage. Get out this, get out this, oh, and it'd be nice of me to take it easy. Talk back.
Ja, das war schon ein guter Einstieg schon in unsere Show der Jazz-Pop-Abteilung in Freiburg. Ist natürlich auch in gewisser Weise ein kleiner Querschnitt für die vielen Facetten, die wir eigentlich hier mit unserem Studiengang anbieten. Und eins davon sind natürlich diese vielen fantastischen Vokalensembles, die wir hier an unserer Schule haben. Mhm. Leider heute Abend dabei sein kann nicht unsere Dozentin für Jazz-Pop-Gesang, Philippa Goyo, aber natürlich versuchen wir immer, möglichst alle hier zu integrieren, aber da ist natürlich ein großer Bereich, wird hier bei uns abgedeckt. Als nächstes kommt ein stilistischer Sprung zurück in die 20er, 30er Jahren. Wir hören jetzt die New Orleans Band mit dem Titel Avalon. Dabei werden sein Marius Barent, Tabea Kind, Sebastian Stetter, Tim Renkert, Hanna Seebauer und Elias Jakob. Viel Spaß mit Avalon und der New Orleans Band. Thank you.
Das war die New Orleans Band. Und wie man sieht, haben die im Splitscreen-Verfahren aufgenommen, zum Teil. Aber zum Teil waren sie auch zusammen im Konzertsaal mit Plexiglaswänden. Das war das, was dieses Semester möglich war bei uns. Und wir haben, glaube ich, alle ziemlich große Lernprozesse durchlaufen, wie das überhaupt funktioniert, mit Abstand musizieren. Auch wir haben hier den 1,50 Meter ausgemessen und mussten sogar ein paar Videobeiträge rausschmeißen aus diesem Abend, wo die 1,50 Meter nicht eingehalten wurden, weil es einfach wichtig ist, natürlich das zu tun. Wir haben auch mitbekommen, dass Facebook am Anfang nicht funktioniert hat hier. Ist gar nicht so leicht, so einen Livestream zu machen. Jetzt müssten alle dabei sein. Willkommen an die, die später dazukommen. Das ist der Semesterabschlussabend des Jazz-Pop-Bereichs der Musikhochschule Freiburg. Wir hören jetzt wieder eine A Cappella-Band. Das ist, die sind die Peers und die haben einen Titel aufgenommen, der heißt Hide and Seek. In einer schönen Kulisse sieht man gleich, das sind Lorena Kempf, Eva Abzieher, Philipp Neumann und Yannick Wese. Hier ist Hide and Seek mit den Peers. Where are we? What the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Crab circles in the carpet. Sinking, feeling, spin me round again and round my eyes. This can't be stop to hold their heads heavy. Hide and seek. Trains and sewing machines. Of this still alive, hide and seek. Trains and so catch me around here. That you only meant well.
Well, of course you did. What you say? Then it's all for the best. Of course it is. What you say? Then it's just the word we need. And you decided it. What you say? Ja, und auch noch eine sehr originelle Kulisse, wie wir finden. Ja, absolut. Das ist, ja. Die Stadt ist ja voll von lustigen Locations. Ja, ja. Corona-tauglich. Genau, absolut. Open Air, genau. Und trotzdem irgendwie wirklich, ja, schön Vintage. Schaut echt gut aus, sowas. Ja. Also haben wir super Ideen, was, ja, wir jetzt so in diesen ganzen Videos einfach bemerken können. Mhm. Also sehr kreativ damit umgegangen. Weil es geht ja letztendlich auch ein bisschen auch um diese Multimedia-Geschichte, dass... Klar, Internet muss man heutzutage machen, Recording und so weiter, sich Gedanken machen, wie präsentiert man sich. Also ganz, ganz super Sache. Also eine positive Sache. Ja, es war ein Lernsemester, würde ich sagen. Man hat eine Menge gelernt, wir alle zusammen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es war technisch alles schwierig für alle Neuland, aber manchmal ist es natürlich gut. Es hilft ja nichts, wie man so schön sagt. Ja. Ja, und damit kommen wir auch jetzt zum größten Ensemble des Abends. Wir haben ja an der Musikhochschule eine Big Band, die sehr gut funktioniert. Ein wirklich tolles Feature an der Big Band ist eigentlich, dass auch die Fachbereiche, dass das Genre übergreifend ist. Bei uns in der Big Band spielen sehr viele Leute aus dem Bachelor-Klassik-Bereich, also aus dem Orchester-Studiengang, genauso wie unsere Studierenden aus dem Jazz-Pop-Bereich. Das ist eine sehr tolle Kombination aus allen Fachbereichen. Alle arbeiten ganz toll zusammen. Es war natürlich sehr schwierig für Großensembles, keine Probe möglich bis vorletzte Woche, wo wir das erste Mal vor den Türen der Hochschule gespielt haben. Das war natürlich sehr schön bei dem tollen Wetter. Wir sehen jetzt natürlich auch ganz viele lustige Einblicke in diverse Locations, wo die Big Band einzeln aufgenommen hat. Wir haben das tatsächlich so gemacht, der Schlagzeuger hat zuerst aufgenommen und dann mussten alle ihre Stimme einzeln zu Hause draufspielen. Mhm. Eine relativ abenteuerliche Sache, aber es hat gut geklappt. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit der Big Band. Ich mache im Schnelldurchgang die dabei mitmachen. Elia Hussein, Luisa Heilemann, Theo Kuri, Johannes Borrell und Ann-Sophie Arnold an den Saxophonen. Ling Dong Wu, Elias Jakob, Joscha Eckerle, Paul Lob und Sarah SK, unsere Posaunen. Felix Mehlinger, Jan Binder, Alexander Weber, die Trompeten und unsere Rhythmusgruppe Isabel Eisen, Florian Klarius, Johannes Opfermann und Paul Ebert. Viel Spaß mit Becker Town. Thank you.
Town mit der Big Band der Musikhochschule Freiburg. Und wir hatten zwei Solisten, Eli Hussein am Saxophon und Elias Jakob an der Posaune. Wenn man jetzt so eine Produktion zusammenschneidet, da kommen einige Unwägbarkeiten auf einen zu. Das ist mit ganz verschiedenen Mitteln aufgenommen. Axel, du hast gerade gesagt, manche sahen mit dem Handy-Mikrofon. Und in manchen Zimmern zu Hause, das sieht man, da stehen, hängen auch Schallschutz. Da hat sich auch jemand mal Gedanken gemacht, wie man vielleicht sich positioniert oder was man für ein Mikrofon aufstellt. Und dann kommt das Ganze heterogen zusammen. Da muss man erstmal einen guten Sound machen und dann auch noch die Bilder zusammenfügen. Wie habt ihr das gemacht? Ja, das war eigentlich wirklich so selbst gemacht. Also die Vorlage war, wir haben den Paul die Schlagzeugspur spielen lassen. Dazu habe ich die Kontakterstimme aufgenommen. Ich habe quasi immer gesagt, wo sie gerade sind, Takt irgendwas irgendwo. Und das heißt, die haben gehört? Die haben gehört, 40, das Schlagzeug, Takt 40, 41. Takt 40. Jeder hatte die Noten zu Hause, aber wir haben das Stück ja noch nie gespielt. Ich habe das mit denen online geprobt. Also wir haben die Probe so gemacht, ich hatte meine 16 Musiker im Online-Screen. Jeder hatte seine Stimme und dann habe ich dann immer einzeln, okay, jetzt du, jetzt du, jetzt du. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, Mikrofone aus. Und dann haben alle gespielt. Aha. Und dann hat jeder zu Hause es aufgenommen, Stück für Stück. Also da hatte quasi nur meine Stimme und dann wurde es aufgebaut. Das Schwierigkeit halt war halt, dass man immer nur seine eigene Stimme hatte. Also man hat einfach vollkommen blind drauf losgespielt, aber das hat gut funktioniert. Mhm. War natürlich schwierig, der eine hatte nur sein Handy gehabt, der nächste hatte schon ein richtiges Mikrofon und jeder hat versucht, das so gut wie möglich zu machen. Mhm. Dann mussten wir natürlich, 14, 15 Spuren übereinander in diesem Videoprogramm, das hat der Paul Ebert, hat das ganz hervorragend gemacht. Und ich habe zu Hause im Studio dann die Spur zusammengefügt, sodass das irgendwie soundmäßig gut passt. Also das Ergebnis ist wirklich ganz hervorragend, wenn man sich überlegt, dass 17 Leute hier zusammengebracht werden müssen. Das ist schon, schwierig, weil natürlich auch ganz viele sind, die so noch nie in einem Studio synchronisiert haben. Ja. Also das ist ja vollkommen ungewohnt. Normalerweise Orchestermusiker oder Bigman-Musiker spielen zusammen. Ja. Es gibt einen Dirigenten und plötzlich heißt es nur noch, du kriegst einen Click-Track und du musst irgendwo einsetzen. Du hast keine Ahnung, was passiert. Also es war bestimmt für alle auch eine tolle Erfahrung, weil es ist eigentlich, das wird ja auch im Berufsleben des Musikers irgendwann mal so sein. Man spielt im Studio zum Beispiel, weil es bei solcher Musik haben wir ja auch schon oft erlebt, weißt du, dass man einfach, man weiß gar nicht, was auf einen zukommt. Also es ist ein toller Lernprozess auf jeden Fall. Absolut. Also statt live, live wäre besser, aber so ist es genauso toll, finde ich. Also Respekt nicht nur an alle, die da Musik aufgenommen haben, sondern auch an alle, die gefilmt haben und diese Filme zusammengeschnitten haben. Das ist nicht unser Metier hier an der Musikhochschule und wir haben es trotzdem angefangen zu lernen, weil heutzutage findet halt viel Musik auf YouTube statt. Das muss man ganz klar sagen und es ist auch super, wenn wir diese Formate auch gut beliefern können. Jetzt kommt ein Splitscreen-Video. Irgendwann haben wir uns alle gefragt, wie gehen denn diese Splitscreen-Videos, wie macht man das? Die haben es geschafft, Fivepack mit Clara Wolters, Julia Frisch, David Brook, Max Hoferer und Simeon Olsen. Und das kommt ein Titel, der heißt Pigeon und der ist selbst geschrieben von Max Hoferer. Fivepack Pigeon. Walking through the streets of all day nearby. Countless people driven by stress. I feel like an alien who's imprisoned at a senseless place. But people are crying for workers' rights, and others are selling their best. I can only think about her, my fault. From me, I can't take it anymore. Nobody can see. Pigeon fly over the sea. Do do ba ba da 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 ba ya da 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 ba da da da. Ba da 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 da
of Ordinirvana. I'm asking myself what she's doing right now. And I even don't recognize that the waitress expects me to pay. I only hear my little bird narrating me stories of her. Pigeon fly over the sea. Go bring her best wishes from me. I can't take it anymore, nobody can see. Pigeon fly over the sea. Pigeon fly over the sea. Go bring her best wishes from me. I can't take it anymore, nobody can see. Pigeon fly over the sea. Ja, auch dies wieder ein wirklich toller Titel. Auch optisch finden wir wirklich total schön gemacht mit diesem Splitscreen-Video, was jetzt viele machen. Und da sieht man einfach, es ist total wichtig, einfach gut aussehende Videos mit einem guten Sound zu machen. Mhm. Das gehört natürlich einfach heute dazu, dass man sowas eigentlich auch kann. Mhm. Also, Absolut. Dass man das zumindest mit in Erwägung zieht, sowas mal zu lernen, weil das sind einfach, das heutige Zeitalter ist halt so. Es findet viel auf YouTube, auf Instagram und so weiter statt, genauso wie unser Stream heute. Mhm. Genau. Absolut. Und damit kommen wir stilistisch jetzt wieder zu einem ganz anderen Abteilung. Wir kommen zu einem Heavy-Metal-Hip-Hop-Projekt, würde ich sagen. Hier zugeschaltet ist unsere am weitesten entfernt agierende Akteurin in diesem Ensemble. Ja. Die Sängerin von dieser Band ist im Moment in Mexiko. Ja. In Mexiko. Und kann natürlich im Moment nicht zurück nach Europa. Das hat aber die Band nicht daran gehindert, ein wirklich lustiges Video zu machen. Auch hier eine Eigenkomposition und die Band heißt Sweat Attack und der Titel heißt Ich neben mir. Viel Spaß mit Sweat Attack. Wenn deine Seele wieder brennt, weil du dich deiner selbst verkennst, dann spürst du diesen Riesenschmerz, der dich von innen raus verzerrt. Das Leid der letzten Jahre, all die ungezählten Tage, an denen du trotz besserem Wissen und verbissenes Gewissen dein Leben nicht für voll genommen, halb verpasst und halb verkommen, dich ergeben hast, dem kleinen Denken gewilltchen Trauma einzuschränken. Das steht nun mit dir in Flammen, du brauchst nur damit anzufangen, aufzustehen aus der Asche, nimm die Hände aus der Tasche. Geliebt von allen Seiten, doch mich selbst zu lieben, fällt mir schwer bei Zeiten. Die besten Menschen um mich rum, tolle Freunde und Familie und auch Gott auf meiner Seite, von der Bahre bis zur Wiege. Doch ich schaff es nicht, mich selbst zu lieben. Morgens um 7 steh auf, beweg dich, werd aktiv, geh raus, verzag mich, atme tief, leg los, fang an, beginne jetzt und spüre, wie dein Leben fest, wie's langsam, aber sicher und stetig immer weitergeht und jeden Tag aufs Neue du nur die Entscheidung trägst, was du mit deiner Zeit bewirken willst, die dir geschenkt ist, bis du stirbst, wenn dir dein Lebensabend dämmert. Denk nach, an was man sich von dir erinnert. Jetzt steh ich da, werd geliebt von allen Seiten, doch mich selbst zu lieben fällt mir schwer bei Zeiten. Die besten Menschen um mich rum, tolle Freunde und Familie und auch Gott auf meiner Seite, von der Bahre bis zur Wiege. Doch ich schaff es nicht, mich selbst zu lieben. Morgens um 7 ich kann nicht glauben, dass es so
vergehen. Das ist doch alles nur ein Traum, dass sich die Welt morgen noch weiter dreht. Darauf kann ich nur vertrauen. An meiner Seite, niemals auf und ein, und wie wir alle heißen, gemeinsam mit euch allen, da feier ich das Leben. Ich danke euch und mir wird klar, ich habe mir vergeben, denn ich liebe mich, liebe dich, liebe euch und uns und alle auf der Welt, denn ich liebe mich, liebe dich, liebe euch und uns. Liebe mich, liebe dich, liebe euch und uns und alle auf der Welt. Das war Sweat Attack aus momentan Mexico City und Freiburg mit Ich neben mir. Und wir senden hier aus der Regie des Filmmusikstudios der Musikhochschule und haben hier einen Mann im Hintergrund, bei dem wir uns sehr bedanken müssen, weil es hat doch eine gewisse Komplexität, jetzt auf verschiedenen Kanälen live zu sehen zu sein, zu hören zu sein und hier im Abstand zu sitzen und das einfach alles so gut rüberbringen zu können. Und ein herzlicher Dank geht an Johannes Müller, der sitzt hier im Nebenzimmer in der Regie. Johannes, vielen Dank, dass du dir heute Abend Zeit nimmst und das so akribisch mit uns vorbereitet hast und jetzt den Bild und Ton fährst für diesen Livestream. Jetzt wird es wieder kammermusikalischer, intimer. Wir haben ein Duo Gitarre mit Gitarre und gleich zwei Menschen, die singen. Das ist Anna Unbehauen und Martin Wiczorek. Und das Stück heißt Little Girl Blue. Viel Spaß damit.
might as well surrender, 'cause your hopes are getting slender and slender. Why won't somebody send a tender Ja, Little Girl Blue, auch eine wirklich sehr schöne und sehr intime Duo-Geschichte. Und ja, an der Stelle möchten wir eigentlich auch mal unserem ganzen Team ein herzliches Danke sagen. Wir haben ja ein großes Team an Lehrenden im Jazz-Pop-Bereich für Gesang, alle Instrumente und so weiter. Und das war ja für uns am Anfang auch Neuland, in diesen Videokonferenzen zusammenzuarbeiten. Ich erinnere mich, wo wir so angefangen haben. Das war ein reger Austausch. Ne? Das war so, wie machst du denn das? Und das so. War super. Das, da hat man so viel gelernt irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Und das sofort Links rübergeschickt. Genau. Ah, probier mal das kleine Programm und kauf dir mal das kleine Tool. Genau, und das war eigentlich für uns auch das Wichtigste, dass wir uns alle so ein bisschen so die Vorgehensweise abgesprochen haben. Wie kann man denn das machen, dass wir trotzdem die Ensemblearbeit weiterführen, obwohl das natürlich am Anfang wirklich starke Reglementarien waren. Also jetzt war es ja möglich, dass man mit kleinen Bands schon anfangen kann, in den großen Räumen an der Hochschule zu proben. Und nächstes Jahr, im nächsten Semester, wird es auf jeden Fall da auch gut weitergehen können. Also klar, mit den ganz großen Ensembles, das muss man noch abwarten. Aber es wird auf jeden Fall nächstes Jahr unbedingt mehr Ensemblearbeit geben als dieses Jahr. Hoffentlich auch mehr live zusammen. Das muss man noch ein bisschen abwarten. Da kann man jetzt noch keine wetterfesten Prognosen machen. Das wäre jetzt ein bisschen gewagt. Man weiß ja, das ist alles nicht so einfach. Aber wir gehen eigentlich fest davon aus, dass das nächstes Jahr auf jeden Fall viel besser läuft mit kleinen Ensembles, vielleicht auch mit der Big Band wirklich in großen Räumen. Wir haben ja jetzt im großen Konzertsaal immer geprobt. Auch das war sehr schön, dass wir da arbeiten können. Total. Also da wird es mit Sicherheit mehr Möglichkeit geben als dieses Semester. Wir waren einfach überrascht. Und dann hat es sich irgendwann auch gar nicht mehr gelohnt, diese wenigen Wochen, die noch da gewesen wären. Und jetzt wissen wir aber für nächstes Semester, wie wir planen können, mit welchen Raumgrößen wir rechnen können. Und wir organisieren das so, dass wir auf jeden Fall dann im Laufe des Septembers Bescheid geben, was für Ensembles angeboten werden. Und wir werden auch unsere normale Semesterbesprechung nehmen, wieder machen. Das ist jetzt ein bisschen interner für die Leute von der Hochschule. Und Genau. Es geht weiter. Ja, und an der Stelle möchten wir nochmal auf die verschiedenen Kanäle aufmerksam machen. Wir haben extra für diesen Abend einen YouTube-Channel hergestellt. Den findet man unter MH Freiburg Jazz Pop, alles kleingeschrieben in einem Wort. MH Freiburg Jazz Pop, das ist unser YouTube-Channel. Zum Nachschauen in diesem YouTube-Channel werden wir auch noch in den nächsten Tagen und Wochen einige Beiträge noch dazu addieren. Man kann auch die ganzen Beiträge von heute Abend nochmal nachschauen, für die, die vielleicht später gekommen sind oder die vielleicht auch das erst in den nächsten Tagen anschauen können. Wir sind ja mitten in der Prüfungswoche, auch eine stressige Zeit. Dann haben wir noch einen Facebook-Kanal, da ist das ganze Ad, also das berühmte Ad-Zeichen, MH Freiburg Jazz Pop, auch in einem Wort geschrieben. Und natürlich auch auf Instagram, da ist es MH Freiburg unterstrich Jazzpop. Also immer was Besonderes unter MH Freiburg unterstrich Jazzpop. Da kann man dieses ganze Format mit den ganzen Videos und unseren kleinen Präsentationen nachhören. Ja, und wir kommen jetzt nochmal zur Gruppe Teller, Tassen und Co. Wir haben das Video aus einem ganz besonderen Grund ausgewählt, weil wir das finden, dass das mit der grafischen Animation auch wirklich eine ganz tolle andere Idee ist. Diesmal einfach andere Optik, gleiches Ensemble, anderer Titel, ein Jazz-Klassiker Misty. Viel Spaß dabei. Da, da, da. Do.
do. I'm as helpless as a kitten up a tree. Do. And I feel like I'm clinging to a cloud, a cage on the stand. I get misty just holding your Das ist ja schon großartig, was für Kreativität diese Zeit zutage gebracht hat. Man traut sich es kaum zu sagen, aber es wäre schade, wenn es nicht entstanden wäre, dieses Semester. Vielleicht wäre es unter anderen Umständen schöner gewesen, aber trotzdem großartige Ideen stecken da drin und es sind wirklich viele neue Wege beschritten worden. Und das ist uns, glaube ich, wichtig in der Jazz-Pop-Abteilung, dass man Dinge ausprobieren kann und auch wirklich auf das reagiert, was heute und was jetzt in der Welt stattfindet. Das ist wirklich, wirklich toll. Wir haben, kommen eigentlich bald zum Schluss dieses Livestreams. Ich kann noch hinweisen, auf den nächsten Donnerstag oder auf diesen Donnerstag, also in 3 Tagen, gibt es wieder einen Livestream und zwar von meiner Jazz-Klavierklasse. Wir haben uns auch intensiv damit beschäftigt, wie es jemandem geht, der musizieren will draußen, aber der drin in seinem Raum, in My Room, eingeschlossen ist und da sind 5 unglaublich tolle Filme entstanden, Musikvideos, die sich genau mit dem beschäftigen, mit den Geräuschen, die der eigene Raum erzeugt und mit den Gefühlen, die der eigene Raum erzeugt. Und da werden wir am Donnerstag einiges zeigen. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Johannes, vielleicht kannst du mal kurz einspielen, was sich da so alles ergeben hat. Ich muss mich ein bisschen umdrehen, weil hier kommt es gleich. Hier gibt es eine echte Übel-Lebenssteuer, Mensch versus Maschine. Das ist Mathis Schwörer-Böning, der hatte ziemlich Probleme mit der Internetleitung, soll es geben, manchmal auch in der Hochschule, tut das WLAN nicht richtig und plötzlich gibt es Bildstörungen und Tonstörungen und dann sieht es plötzlich so aus, das war beim Unterrichten nicht immer angenehm. Oder hier gibt es ein wunderbares Video, das sind alles natürlich nur kurze Ausschnitte, da draußen von Tilman Fese, der hat einen Titel geschrieben und ein großartiges Video produziert, unter anderem mit Geräuschen aus seinem Zimmer, so wie auch hier die Lena von Saldern mit dem Simon. Die haben die Ginflasche entkorkt und dann dieses Geräusch umgesetzt in irgendwelche Rhythmen. Und hier ist Timo Langpapp, der einen tollen Titel produziert hat, Wehrlos, auch bei sich zu Hause mit ganz aufwendiger Musikproduktion, aufwendiger Videoproduktion. Also es lohnt sich auf jeden Fall am Donnerstagabend wieder auf die Kanäle, die Axel Kühn gerade angekündigt hat, einzuschalten. Bei YouTube wird es gestreamt und natürlich auch bei Facebook. Und weil ein Titel oder ein Video aus diesem In My Room Projekt wirklich die ganze Hochschule betrifft und vielleicht auch die Hochschule nicht nur in ihren Personen, sondern auch in der ganzen Zeitspanne, mit der wir uns hier so musikalisch beschäftigen, wollen wir das noch zeigen. Da sage ich gleich noch was dazu. Aber ich würde sagen, wir sind, glaube ich, ganz glücklich, wie das jetzt gelaufen ist. Das stimmt, absolute, muss man sagen. Absolute genau. Neue ja. Situation.
Das ist klasse. Wer weiß, was davon übrig bleibt. Vielleicht sitzen wir nächstes Semester wieder hier und moderieren ein Livestream-Konzert. Vielleicht befinden wir uns wieder im Jazzhaus. Ich weiß nicht, aber ich fand es toll. Es war ein tolles Semester. Ja. Es ist unterm Strich so viele tolle Sachen, das hätte man gar nicht gedacht. Also, und dass wir nehmen da bestimmt für die Zukunft auch viel Mut mit. Das, ich meine, das ist eine schwierige Situation. Wer weiß, was noch kommt. Es ist jetzt hier diese Pandemie. Man weiß nie, was kommt. Und ich finde es fantastisch, wie kreativ trotzdem alle sind. Also wir lassen uns einfach nicht unterkriegen. Es ist nicht einfach, auch jetzt für uns, unsere Studierenden, die Reality rauszulassen. Weil man muss sich vorstellen, wie das draußen ist. Wir können als Künstler, wir können ja selber ein Lied davon singen. Es ist sehr schwierig, wir können nicht live musizieren. Und wir müssen trotzdem versuchen, kreativ zu sein. Und wir haben einfach alle Möglichkeiten genutzt und unsere Studierenden auch. Und das macht uns eigentlich sehr glücklich, dass das so gut gelaufen ist. Auch diese Konstanz, das ist viel Disziplin. Das ist wirklich sehr bewundernswert, was hier eigentlich dabei rausgekommen ist. So viele tolle kreative Sachen. Jeder hat versucht, was zu machen. Das ist wirklich ganz toll. Also Hut ab, muss man da sagen. Irgendwie. Ja, also vielen Dank an alle, die was geliefert haben hier, die da beigetragen haben. Und es gibt, wie gesagt, am Donnerstag noch ein Streaming-Konzert. Ich glaube, am Sonntag gibt es auch noch mal eins mit Singer-Songwriter-Sachen. Also stay tuned, würde ich sagen, für die nächsten Live-Stream-Events, die jetzt noch von unserer Seite kommen. Und jetzt kommt zum Abschluss In My Room. Da hat sich Tim Kornhaas eine ganz besondere Aufgabe gestellt, nämlich quer durch die Musikgeschichte zu gehen. Er beginnt irgendwann im Mittelalter, fast 1000 Jahre her, und nimmt den Titel In My Room. Er erklärt gleich selbst, was er gemacht hat. In My Room von den Beach Boys, zurzeit auch berühmt durch Jacob Collier. Und führt den durch die Stilistiken, durch die Zeiten. Und das sind einfach unglaublich tolle Sachen dabei. Und damit wollen wir uns verabschieden für diesen Livestream. Vielen Dank fürs Dabeisein. Schönen Abend noch. Ich glaube, es ist schön draußen. Ich glaube, wir gehen jetzt noch Bier trinken. Wir gehen noch Bier trinken. Und wir sagen nur, bleibt gesund. Genau. Wir sehen uns im nächsten Semester. Genau. Und jetzt kommt In My Room ein Video The Evolution of Music von Tim Kornhaas. Viel Spaß damit und schönen Abend. Tschüss. Für dieses Video hatte ich die Idee, ein Musikstück zu nehmen und durch die Musikgeschichte zu führen. Das Stück sollte zur Quarantäne passen und Freiheit zur Interpretation lassen. Deswegen fiel die Wahl auf In My Room von den Beach Boys bzw. Jacob Collier. Ich habe das Thema zu ein paar Musiktheoretikern, Musikstudenten und Professoren geschickt, um diesen Song in unterschiedlichen Stilen zu verarbeiten. Vom Mittelalter über die Wiener Klassik bis heute. Let's go!
hier raus. Ich kann das nicht mehr länger, ich mach den Bildschirm aus. Draußen auf der Straße tragen sie Masken im Gesicht. Eine vor Mund und Nase und die andere sieht man nicht. Jeder ist für sich, jeder schmiedet seine Pläne. Für die beste Quarantäne zeigen